Willkommen im Reich der Untoten und wir gehen weiter mit Arthas auf dem Weg. Der Kult der Verdammten ist zusammengerufen und wir gehen jetzt die Knochen von Kel'Thuzad holen. Kapitel 2 Totengräber. Am nächsten Morgen am Rande von Andor Hall. Was zum Teufel ist das? Mit diesem schlichten Behältnis könnt ihr die Überreste unseres Meisters transportieren. Könnt ihr die Überreste nicht einfach erwecken, wenn wir sie finden? Verzeihung, Lord, aber ein Wesen mit Kel'Thuzads Macht kann nur in einem Nexus starker Ley-Energie wiedererweckt werden. Solche Orte gibt es in diesem Land nicht. Wohlan denn, brechen wir auf. Oh ja, das sind die Fleischkatapulte. Fleischwägen heißen die hier. Werde ich mal separat. Niemand erteilt mir Befehle. Setzen, das sind Katapulte. Niemand erteilt mir Befehle. Und, wo muss ich denn jetzt hin? Sprecht, Dummkopf. So, wunderbar. Vorsicht. Das ist schon besser. Okay. Ja, das ist jetzt hier zum Zeigen. Man schießt dann Leichen drauf. Und das macht sehr viel Schaden an Gebäuden, wie wir alle wissen. Was ist wahrscheinlich diesmal? Wir gehen einfach mal davon aus, dass es explodierende Leichen sind. Endlich. Wenn die Fleischwägen was sprengen, dann sind die weg, die Sachen. Nicht so fein. Also die Leichen sind dann weg, da kann ich sie gar nicht mehr essen. Vorsicht. Frostmourne hat Hunger. Arthas, beendet diesen Wahnsinn, ehe es zu spät ist. Tretet beiseite, Bruder. Oh nein, nein. Ich bin ein paar alte Gebeine holen gekommen und möchte nicht gestört werden. Niemand erteilt mir Befehle. Der hat ganz schön zugelangt hier, der Turm. Da muss ich mal hier stoppen. Vorsicht. Sprech, mal erstmal hier alles platt. Da war der Bruder von Niemand mir. Niemand erteilt mir Befehle. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Bruder hab da. Ja. Vorsicht. Sprech, Dummkopf. Was ist es diesmal? Endlich. Vorsicht. Ah, das sieht doch gut aus. Niemand erteilt mir Befehle. Und den und dann den. Was ist das diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Ah, endlich. So, das ist doch wunderbar. Läuft doch alles wie geschmiert. Was ist das diesmal? Attacke! Da hinten kommen noch Gegner. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. Ah, cool. Ja, genau. Hau deine Heilenergie raus für den. Sprecht. Unglaublich, dass wir euch je Bruder nannten. Grafinrat der Schreckliche. Ich wusste, es war ein Fehler, einen verzogenen Prinzen in unseren Orden aufzunehmen. Ihr habt die Silberhand zum Gespött gemacht. Achso, der nennt mich Bruder, weil ich auch einen... Ja, auch ein Paladin bin. Ich verstehe. Dummkopf. Vorsicht. Wunderbar. Jetzt werdet ihr leiden. Ah, die sind halt wesentlich schneller, Niemand seht ihr ja. Erteilt mir um so ein Gebäude zu vernichten. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Ohne diese Katapulte, da hat ja jedes
Jede Rasse hat hier seine eigenen. Endlich. Es ist echt hardcore, Gebäude anzugreifen. Also die Menschen haben die Zwergenmörser, die Untoten hier haben ja die Fleischwägen und die Zwerge, die Elfen haben so Ballisten, die schießen eher so große Pfeile. Und die Orks haben wahrscheinlich Katapulte haben die. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, was die Orks haben. Kommt jetzt, Totenbeschwörer. Die Mächte, denen ihr einst dientet, brauchen euch wieder. Ich sagte doch, mein Tod bedeutet nichts. Verflucht. Höre ich jetzt Gespenster? Ich bin's, Kel'Thuzad. Ich habe mich nicht in euch getäuscht, Prinz Arthas. Oho. Ihr habt so lange gebraucht. Diese Überreste sind stark verwest. Sie werden die Reise nach Kel'Thalas nie überstehen. Kel'Thalas? Ja, nur die Energien des Sonnenbrunns der Hochelfen können Kel'Thuzad jetzt noch erwecken. Und was ist zu tun? Ihr müsst eine ganz spezielle Urne von den Paladinen stehlen. Legt die Überreste des Totenbeschwörers hinein und er wird gut für die Reise geschützt sein. Wie ihr wünscht. So, ja, ich habe gerade mal nachgeguckt, weil in der Zwischensequenz. Also die Orks können einen Demolisher bauen. Ich gehorche mit Freuden. Mein Leben für das ist ein Ding, um euer Wille geschieht. Eine Verseuchung entsteht, wenn untote Gebäude herbeigerufen werden. Gebäude können nur auf eine Verseuchung herbeigerufen werden. Die einzige Ausnahme hier macht die Nekropole. Mein Leben für Ner'zhul, beuge mich eurem Willen. Mein Schicksal. Genau, und die können halt diese Dinge bauen, die dann diese Katapulte bauen. Eine Goldmine verhexen, bevor der Akolyt mit dem Goldabbau beginnen kann. Niemand erteilt mir Befehle. Das sind auch sowas wie Katapulte, aber nicht so im hohen Bogen, sondern eher direkt und da kann man dann so Feuer. Sprecht Feuer. Feuer. Bälle schießen, also brennende Kugeln, weiß ich jetzt mal. Wo soll mein Blut vergossen werden? So, was kann ich jetzt hier? Wieso kann ich die Gruft nicht bauen? Naja, auf jeden Fall soll ich 3 Paladine töten. Das sind die, die Jungs von, Arthas alten Paladin-Club, sag ich jetzt mal. Das ist natürlich auch makaber. Oh, halt die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich beuge mich eurem Willen. Niemand erteilt mir Befehl. Wenn verwundete, untote Einheiten auf einer Verseuchung stehen, werden sie schneller regeneriert. Für Ner'zhul. Folgt mir die Beschwörung ist abgeschlossen. Wunderbar. Errichtet mehr Ziggurats. Ziggurats. Die Ziggurats sind auch gleichzeitig Verteidigungstürme. Ich gehorche mit Freuden. Wie bei den Menschen. Mein Schicksal ist bei den Menschen ist es ja nicht so. Euer Wille geschehe. Die haben wir aber schon gesehen in den Leveln vorher. Das sind diese Türme mit dem Diamant oben drauf. Das kann ich dann noch anbauen. Und über die läuft dann der Angriff. Ja, jetzt kann ich Gruft bauen. Gruft, Friedhof. Euer Wille geschehe. Wird ein Friedhof herbeigerufen? Alter, da habe ich noch keine Kohle für. Armee mit frischen Kadavern. Die Friedhöfe sind auch für sowas wie die Sägewerke. Da kann ich dann die Orte. Lasse ich die am besten hier Holz hacken. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, und hier brauche ich dann einen Friedhof und dann kann ich die zum Geisterturm machen. Okay. Ja. Das ist ganz entspannt, dass das so automatisch geht. Was liegt an Mein Leben Mann brauche ich. Hier dieser Altar der Stürme ist einfach, um meine Helden wieder zu beleben.
Ich gehorche mit Freuden. Huch. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ja, Meister. Oh, und darüber. Hier kann ich jetzt Ghule ausbilden. Ghuls schlagen oftmals Holz für die untote Armee. Und noch mehr Ziggurats. Wo soll mein Blut vergossen werden? Euer Wille geschehe. Ja, Meister. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich gehorche mit Freuden. So. Oh, hier, warum soll ich mich jetzt hier in die Schlacht werfen? Hab ja erst noch ein bisschen was hier auszubauen und dann ist das alles viel einfacher. Vor allem, wenn ich hier die Geister mit den Geistertürmen meine Rückzugsbasis stärke. Ah, hier kann ich die Ghouls verbessern. So. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestört. Ah, natürlich. Die kommen natürlich von der anderen Seite, Vorsicht. Ne? Ist klar. Ah, endlich. Ist klar. Mein Leben abgeschlossen, besiegelt. Boah, hier sollt ihr bleiben. Jetzt muss ich die jetzt trotzdem. Niemand erteilt mir trotzdem Befehle. Umwandeln. Ich wünsche nur zu dienen. Euer Wille Ausbau geschehe. Ausbau abgeschlossen. Gut. Es ist mehr Gold erforderlich. So. Ja gut, ich kann jetzt hier eigentlich bis nur Ghule bauen und ich kann noch, weiß nicht wie das Gebäude heißt, wo soll mein so Meat Grinder hier, ein Schlachthaus, aber das geht erst, wenn das hier fertig ist, in der Stufe 2. Ich wünsche nur zu dienen. Ausbau abgeschlossen. Oh. Zwei Ghule reichen mir. Die Holzhacken, im Moment habe ich eh genug Holz. Lieber noch mal ein paar Truppen. So, da ist jetzt die Halle der Toten. Ausbau abgeschlossen. Fertig. Ich beuge mich eurem Willen. Jetzt bauen wir noch den. Ja, aber ich passe hier noch hin. Ist besiegelt. Und dann sind wir soweit fertig. Wunderbar. Ich glaube, ja genau, die Halle der Toten kann jetzt auch angreifen. Das heißt, jetzt bin ich eigentlich sicher. Vorsicht. Das ist schon besser. Da gehen wir schon mal raus. Endlich. Schon mal. Vielleicht kommen wir ja schon mal irgendwelche, hier genau sowas suche ich. Endlich. Genau sowas. Das ist schon besser. Mein Golem zerstören und so. Einfach Erfahrungspunkte sammeln für den Arthas. Was ist das diesmal? Oh ja. Golems gegen Belagerungsgeräte gar nicht so stark. Niemand erteilt mir Befehle. Ah, endlich. Endlich. Oh, ist noch ein Golem. Noch ein Golems. Ah. Endlich. Das ist der Nachteil von den Katapulten. Laufende Ziele können halt schlecht getroffen werden. Oh, die machen Flächenschaden. Vorsicht. Was ist es diesmal? Sprecht, Dummkopf. Das Ui. Ist schon besser. Ungläubige ah, haben unsere Verteidigung endlich. Gestürmt. Ja. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Oder. Ja, das ist schon besser. Jetzt tausche ich die mal aus, hier die ganz kaputt sind. Was ist das diesmal? Können Holzhacken gehen. Ja. Vorsicht. Frostmourn hat Hunger. Hab ja noch die Rolle. Endlich. Der Heilung. Das ist schon besser. Aber, endlich. Die kosten auch nur 140, die Jungs hier. Ist jetzt nicht sonderlich. Was ist das diesmal? Spektakulär, wenn die abnippeln. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. Ah. Sprecht, Dummkopf.
Hauptsache die Katapulte können durchschießen, da kann ich mir das hier eigentlich mal auf eine Schnelltaste legen. Vier. Dann bauen wir mal schön weiter Ghule. Der hat jetzt alle Ghule vernichtet. Sprecht, Dummkopf. Das Inventar ist voll. Energieanhänger. Frostmoon hat Hunger. Ah, erhöht die Mana-Kapazität, das ist gut. Endlich. Das ist schon so besser. Na gut, das muss ich auf jeden Fall erst noch mal ein paar Ghule bauen. Endlich. Das ist schon besser. Ja. Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf. So, hab jetzt mal die, habt ihr ja gesehen, die Fahne Frostmoon auf meinen Arthas gelegt. Das heißt, die Ghule laufen jetzt eh automatisch zu mir. Das ist schon besser. Sind zurückgekehrt. Endlich. Das ist schon besser. Ah, endlich. Endlose Pein wird euch erwarten. Okay. Endlich. Ah, endlich. Ist hier für kein Paladin in der Stadt? Hilfe! Die Untoten sind zurückgekehrt. Frostmoon hat Hunger. Naja. Endlich. Das ist schon besser. Oh. Ich muss mich an Seelen delektieren. Niemand erteilt mir Befehle. Okay, Schreckenslord. Wenn du meinst, du musst das machen. Endlich. Ich bin des Wartens überdrüssig. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Frostmoon hat Hunger. Sprecht, Ungläubige Dummkopf. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Das ist schon besser. Ja, also hier drüben ist jetzt eigentlich gar nichts mehr. Hier komme ich nicht drüber. Was ist es diesmal? Heieiei. Endlich. Also müssen wir irgendwo anders durchgehen. Oh, es ist Tag. Wo laufen wir denn? Na gut, die kommen ja von hier endlich. Oben. Ich wünsche nur das könnte zu bedeuten, dienen. Dass die auch oben sind. Sprecht, Dummkopf. Frostmoon hat Hunger. Aber ich bin doch von hier gekommen. Endlich. Na gut, hier geht's auch in eine Stadt. Gucken das ist schon besser. Ah, endlich. Das sind Hunde. Ja, ich habe jetzt gerade noch schon überlegt. Besser. Endlich. Ich könnte mal eine Zwischenfolge machen mit den ganzen das ist Sprüchen. Schon besser. Da ist schon da. Endlich. Frostmoon hat Hunger. Da ist er. Der Paladin. Das ist mit den ganzen besser. Sprüchen von den Einheiten. Da mache ich mal für jedes Volk eine eigene Zwischenfolge. Finde ich ganz gut. Wie Uta für euch eintreten konnte. Ihr habt ihm seine Ehre genommen. Als ihr eure über Bord geworfen habt. Ihr verdient einen grausamen Tod. Uiuiui. Was ist das diesmal? Jetzt geht's aber ganz schön rund. Endlich. Niemand erteilt mir Befehle. Endlose Feind wird euch erwarten. Okay. Großer Heiltrank. Was ist das diesmal? Frostmoon hat Hunger. Boah, die produzieren weiter Einheiten. Okay, da muss ich das auf jeden Fall vernichten. Niemand erteilt mir Befehle. Ja. Ja, das Gute ist, dass die Ghule automatisch dahin laufen. Also man muss da nicht jeden Ghule irgendwie einzeln anvisieren. Und ihn dann halt zum Fressen verleiten. Die suchen sich dann schon ihre Leiche und dann geht's los. Vorsicht. Sprecht, Dummkopf. Gut, also wir haben jetzt einen Paladin zerlegt. Hier, was ist das hier? Das ist gar nichts. Frostmoon hat Hunger. Ich dachte, das wäre vielleicht irgendwas Spezielles. Niemand erteilt mir Befehle. Euer Befehl, bauen wir nochmal ein Zimurat. Ich gehorche. Sprecht, Dummkopf. Oh. Hier los. Endlich. Vorsicht. Frostmoon hat Hunger.
Was ist es diesmal? Endlich. Oh, vielleicht ist da unten auch. Also, das ist ein. Das ein ist richtiger Paladin. Ja, so ein Ritter, meine ich. Ich glaube, das war im Vorgänger, im Teil 2, war das, glaube ich, ein Paladin, der auf dem Pferd. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. So. Komm hier, holt euch mal was zu fressen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Was ist das diesmal? Da hab ich mich bis an den Ort dran gefressen. Niemand erteilt mir Befehle. So, aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Hier geht's zwar nicht drüber, aber hier drüben sieht's gut aus. Das ist schon besser. Ah. Möge das Licht euch gnädig sein. Ah, da ist wieder der Nächste. Der Verrat hat Uther das Herz gebrochen. Er hätte ohne zu zögern sein Leben für euch gegeben. Und so dankt ihr ihm seine Treue. Endlich. Oh. Was ist das diesmal? Ah, endlich. Komm, komm, brauch Hilfe. Vorsicht. Okay. Sprecht. Der Angriff war nicht so gut. Endlich. Ah, endlich. Niemand erteilt mir Befehle. Das ist schon besser. Weiter geht's. Ah, endlich. Was ist es diesmal? Ja, wunderbar. Seine Truppen haben sich zurückgezogen. Das ist schon besser. Er hat gedacht, er könnte sich hier. Er hätte den Angriff geschafft. Wollte wahrscheinlich nach seinen Truppen gucken. Vorsicht. Und zack. Ah, endlich. Ja. Endlich. So viel dazu, Herr Paladin. Das ist schon besser. Oh. Endlich. Das ist Verteidigungsturm, das gefällt mir nicht. Niemals unter Verteidigungstürmen kämpfen. Die, weil ihr begebt euch damit natürlich auf das Terrain des Gegners, der die halt noch zur Unterstützung hat. Und Verteidigungstürme sind hier echt nicht schlecht. Vorsicht. Jedenfalls gegen diese Starteinheiten, die ich hier am Start habe. Coole. Das ist erstmal. Sprecht, Dummkopf. Und weg ist er. Was ist es diesmal? Ich speichere mal. Hier in dem Level habe ich nicht so das Bedürfnis, viel zu speichern. Frostmourne hat Hunger. Weil ich ja hier nachproduzieren kann. Vorsicht. Aber das sollte man nicht zu überstrapazieren, diese. Diese Sicherheit, sag ich jetzt mal. Was ist es diesmal? Helden der Wahrheit, was ist der Wahrheit? Sprecht, Dummkopf. Was ist es diesmal? Okay. Das ist schon besser. Vorsicht. Was ist es diesmal? So, der letzte. Vater hat dieses Land 70 Jahre regiert und ihr habt es innerhalb von Tagen ruiniert. Wie dramatisch, Uther. Gebt mir die Urne und ich gewähre euch einen raschen Tod. In der Urne ist die Asche eures Vaters, Arthas. Wollt ihr sie ein letztes Mal schänden, ehe ihr sein Königreich dem Verfall überlasst? Ich wusste nicht, was darin ist. Ist ja auch einerlei. Ich nehme mir so oder so, was ich will. Tja, das sieht nicht so aus, als ob die zwei nochmal Freunde werden. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Ah, endlich. Ja, der hat jetzt sein Schild angemacht. Die Paladinblase. Da ist er jetzt erstmal unverwundbar. Und jetzt geht's ab. Niemand.
Niemand erteilt mir Befehle. Da ist noch natürlich ein guter Job hier mit den Ghoulen, aber Vorsicht. Das kriegen wir nicht so. Ich Jawohl. Hoffe, dass die Hölle ein spezielles Plätzchen für euch reserviert hat, Arthas. Das erfahren wir vielleicht nie, Uther. Ich habe vor, ewig zu leben. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Die Pferde sind abgehauen, okay. Ausgezeichnete Arbeit. Nun kann eure Reise nach Kel'Thalas beginnen. Sagt ihm nichts. Nur ihr könnt mich hören. Man kann den Schreckenslords nicht trauen. Sie sind die Wächter des Lichtkönigs. Ich sage euch alles, wenn ich wieder auf Erden wandle. Ja, und so geht die Geschichte weiter hier mit den Untoten. Und tja, auch unter den Schreckenslords ist anscheinend nicht die Einigkeit da. Mal schauen, wo uns das noch hinführt. Ich glaube, es wird uns nicht auf die gute Seite der Macht führen. Alles klar, Leute, macht's gut. Ciao.